Servus Freunde zu einer weiteren Folge Evil Dead Tipps und Tricks. Heute sehen wir uns die Krieger-Perks an und ich stelle euch ein paar Kombinationen vor, die vielleicht zu eurem Spielstil passen können. Bleibt dran, gleich geht es los. Noch kein Fan von Play Epic? Es ist nicht schwer, episch zu werden. Klicke auf Gefällt mir und lass ein Abo da. Aktiviere das Glöckchen und du wirst immer über aktuelle Tipps und Tricks zu vielen Spielen informiert. Auch ein paar Let's Plays, um deinen anstrengenden Tag etwas abklingen zu lassen. Sei Teil einer netten und aufstrebenden Community. Bevor wir mit den Perks loslegen, gehen wir noch ganz kurz die Grundmechanik des Levelaufstiegs durch. Im Hauptmenü findet ihr den Reiter Sammlungen. Hier kommt ihr zu den Survivors and Demons. Klickt eure Figur an und ihr kommt ins Perk-Fenster. Die Perks der Krieger sind alle gleich. Die speziellen Fähigkeiten, die links angeführt werden, sind für den Char einzigartig. Diese können sich in Defensive, Angriff, Unterstützung und so weiter beziehen. Überlegt euch, welche dieser Fähigkeiten am meisten zu euren Spielstil passen. Auf dem Maximallevel von 25 sind alle vier Fähigkeiten aktiviert und sind automatisch am Char gekoppelt. Sehen wir uns nun die wählbaren Perks an. Hier gibt es mehrere Kombinationen, die euer Leben erleichtern können. Ihr habt mit Maximallevel 25 Punkte zur Auswahl. Kleiner Tipp, ihr könnt eure gewonnenen Seelenpunkte aus den Runden mit Dreieck einsetzen und so euer Level steigern. Diese Punkte gelten für alle Survivor und Killer. Ihr könnt also Survivor spielen und die Punkte für Dämonen einsetzen und umgekehrt. Ich habe meine Sets selbst benannt, also seid von meiner unkreativen Ader bitte nicht schockiert. Perk Set 1 – Nemesis. Mit diesem Set spezialisiert ihr euch auf das Midgame und Endgame, um mehr gegen Elite-Einheiten und dem Boss entgegenzuwirken. Letzte Worte – 1 Punkt. Verstärktes Amulett – 1 Punkt. Verbessertes Ausweichen 1-2 Punkte. Ihr könnt einen Punkt bei Fürchte kein Unheil abziehen bei Bedarf. Zerstörerische Wucht 1 Punkt. Seh wie ein Höllenhund 2 Punkte. Große Stärke 3 Punkte. Schneidenden Schläge 1 Punkt. Sterne sehen 1 Punkt. Fürchte kein Unheil 1-2 Punkte. Rasierklinge 1 Punkt. Erfahrene Überlebende einfach 1 Punkt. Stechen wie eine Biene 3 Punkte. Mit schnellen Waffen wie Jagdmesser oder Machete eine gute Kombination. Schutz gegen Dämonen Elite 3 Punkte. Und zu guter Letzt Schutz gegen Dämonen Boss 3 Punkte. Mit diesem Setup habt ihr nun genug Leben, Schnelligkeit und Stärke, um Elite- und Bosseinheiten einzuheizen. Ihr seid aber nicht unbesiegbar. Bleibt trotzdem vorsichtig und arbeitet mit eurem Team zusammen. Perk Set 2 – Der Krieger. Mit diesem Setup könnt ihr viele Situationen bestehen, wenn der Feind in der Überzahl erscheint. Letzte Worte – 1 Punkt. Verbessertes Ausweichen – 2 Punkte. Große Stärke – 2 Punkte. Schnellere Abklingzeit – 2 Punkte. Zerstörerische Wucht – 2 Punkte. Schneidende Schläge – 1 Punkt. Rasierklinge – 1 Punkt. Sterne sehen – 3 Punkte. Stumpfe Gewalteinwirkung – 2 Punkte. Hammerschlag – 1 Punkt. Zäh wie ein Höllenhund – 1 Punkt. Zweite Luft, 2 Punkte. Lebende Schläge, 3 Punkte. Und am Schluss Kampfform, 2 Punkte. Durch dieses Setup mutiert ihr zu einem Kampfkätzchen. Durch den erhöhten Balance-Schaden könnt ihr Einheiten ins Wanken bringen und einen Spezialmove oder Endmove ausführen. In brenzligen Situationen mehrmals ausweichen, um so der Überzahl etwas zu entkommen, wenn ihr umringt seid. Hier empfiehlt sich eine stumpfe Waffe wie der Fleischerhammer oder der Vorschlaghammer. Perk Set 3. Klingenmeister. Mit diesem Set spezialisiert ihr euch auf Klingenwaffen und dessen einschneidende Wirkung auf Dämonen. Letzte Worte 1 Punkt. Verbessertes Ausweichen 1 Punkt. Große Stärke 2 Punkte. Zerstörerische Wucht 2 Punkte. Schneidende Schläge 3 Punkte. Rasierklinge 2 Punkte. Stechen wie eine Biene 3 Punkte. Sterne sehen 3 Punkte. Zäh wie ein Höllenhund 1 Punkt. Kampfform 1 Punkt. Lähmende Schläge 2 Punkte. Waffenmeister Einhandwaffen 2 Punkte. Und Waffenmeister Zweihandwaffen 2 Punkte. In diesem Setup solltet ihr mit Klingenwaffen wie Jagdmesser, Machete oder Schwert arbeiten. Bittet das Team, solche zu markieren, falls ihr keine gefunden habt. Ihr richtet nun massiven Zerstückelungsschaden an und könnt Einheiten somit etwas entschärfen bzw. gleich über den Jordan schicken. Perk Set 4 – Berserker. Mit diesem Set setzt ihr mehr auf Combos. Dieses Set ist noch nicht ganz zu meiner Zufriedenheit und ich werde noch daran herumbasteln müssen. Letzte Worte 3 Punkte. Verbessertes Ausweichen 3 Punkte. Große Stärke 3 Punkte. Zerstörerische Wucht 4 Punkte. Schneidende Schläge 2 Punkte.
Sterne sehen, 3 Punkte. C wie ein Höllenhund, 3 Punkte. Zweite Luft, 2 Punkte. Und Kampfform, 2 Punkte. Eure Kombinationen machen mehr Schaden und in einer Horde könnt ihr gleich mehrere Einheiten damit schaden, wenn sie dicht beieinander stehen. Diese Sets habe ich selber erstellt und haben mir geholfen, in vielen Situationen zu bestehen. Sie funktionieren im Gruppenkampf sehr gut, aber auch wenn ihr mal von einer Gruppe getrennt werden solltet. Wenn ihr Perkset-Vorschläge habt, könnt ihr mir diese gerne in die Kommentare schreiben und ich werde diese dann in einem Video testen. Bin gespannt, mit welchen Sets ihr so zurechtkommt. Und nicht vergessen, stay epic with Play Epic. Bis zum nächsten Video. Pfiat euch!